I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me break in. You're falling into me, touch me, I swear. You would do anything that I want, so keep us awake till the dawn. Ooh, baby, feel free. I wanna make you sweat on me. I wanna make you sweat on me. I got you wrapped around my finger, but don't you try to call me tomorrow. Just watch me break in. Heidi, von wem ist die Torte? Deine Torte.de. Deine Torte.de. Ich sag immer meine Torte.de. Ihre Torte.de. Also, wir starten diesen Vlog. Ich nehme euch eine Runde mit. Die Tara hat gerade schon angefangen. Könnt ihr euch das angucken bei Heidi? Vor allem, schau mal das Ding hier. Total bescheuert. Ja. Das schaff nur ich. Also wir lachen gerade über mein... Okay, es fängt schon gut an. Die Mädels, die waren leider super lange im Stau gestanden. Also es ist schon fast dunkel draußen, was super schade ist. Aber ich nehme euch natürlich eine Runde mit. Ich habe es euch versprochen. Zur Babyparty. Und zwar hatte ich ja keine Babyshowerparty an sich. Die Tara hatte das zwar für mich organisiert, zusammen mit den Mädels. Okay, es wird laut. ja, aber das hat dann nicht geklappt, weil ich ja 2 Wochen... vor der Geburt nicht noch nach Köln fahren konnte. Also das wäre nicht möglich gewesen. Also meine Frauenärztin hat gesagt, ich soll schon fahren. Also ich kann fahren, ich soll halt meinen Klinikkoffer mitnehmen und meinen Mann, wenn er bei der Geburt dabei sein möchte. Ja, also gut, dann gehen wir mal hier rüber ganz kurz. Das Teil hatte ich ja gebastelt zusammen mit Max, der hat mir geholfen. Und ja, wahrscheinlich werden wir keine Bilder mehr machen, denn es ist ja schon dunkel. Ach, ja, da ist die Maida. Opa, Opa Maida, Steffi. Und da ist die Gürtel zusammen mit Liam und die Tara. Die habt ihr ja schon gesehen, die ist mir gerade durchs Bild gesprungen. Ne? War ja klar. Okay, also wir starten jetzt. Ich koche jetzt für die Mädels. Eigentlich wollte ich ja erst Torte, aber ja, die waren halt wie gesagt im Stau gestanden. Und deshalb gibt es jetzt was Leckeres zu essen. Die haben nämlich Hunger ohne Ende. Also los geht's. Ich gehe in die Küche und bewirte meine Gäste. Ich liebe es. Schaut mal, wie schön es geworden ist. Ich muss ja, das einfach mal sagen, wie gut mir das selbst gefällt. Eigenlob und so stinkt. Ich weiß. Ja, also ein Sekt gibt es jetzt noch. Und dann genau, gehe ich mal in die Küche. Oh, ich bin so aufgeregt. Voll kindisch, ne? Nein, so ist es halt. Okay, starten wir. Ich muss ja da lang. Ich muss ja in die Küche. Oh Mann. Alkoholfrei, oder? Ja, dann gehen wir in die Küche. Komm. Dann kannst du auch einen Ruhe filmen. Außerdem ist die Prinzessin auch da. Ja. We reset under burning sun, catching the waves, inhale, exhale. Reminisce in the bygone time, laugh till we cry, days flying by. Und weiter geht's. Hausgemachte Ravioli sind das mit Ricotta und Spinat in Salbei geschwenkt. Oh, ja, es gibt jetzt aber gleich noch eine Variante. Oh Gott, ich habe Hunger. Und der Liam hat jetzt auch Hunger. Mist. Ist natürlich erstmal der kleine Schatz dran. Ja. So, und jetzt gibt's noch Ravioli mit Sahnesoße, frischen Tomaten und ja, ganz leckeren Zutaten. Wir lassen es uns jetzt mal weiterhin schmecken. Schmeckt's euch? Super lecker. So, die Babyparty geht jetzt hier im Kinderzimmer weiter. Die Emily wurde gerade gewickelt. Nee, ich bin schon sehr altmodisch. Ne?
Also und die Tara wickelt gerade den Liam. Ja, das macht sie gut, die Tante Tara. Und der Liam hat ihr vorhin ins Gesicht aufgestoßen, um es nicht anders zu sagen. Und wir voll gefeiert. Ne? Der ja. Sag was. Guck mal, Emily hat so ein schönes Kleidchen. Ja, voll mega süß. Von Tante Gerste geschenkt bekommen. Echt? Ja. Oh, wie süß. Oh nee, echt nicht. Die Emily war auf Liams Wickelkommode. Nee. Hat schon mal den Liam ausgecheckt. Ob alles passt. Ob alles passt. Aber mein Papa, wenn ihr versteht, was ich. Der macht immer extra laut. Also wir machen jetzt hier mal weiter. Wir schneiden auch gleich die Torte an. Ich glaube, den Mädels hat es geschmeckt. Aber die hatten auch mega Hunger. Und wenn man Hunger hat, dann schmeckt alles. Sehr, 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 sehr lecker. Schmeckt immer alles sehr gut bei Heidi. Ja, naja. Okay. Also, die Tara ist gerade fleißig dabei am Wickeln. Und dann schneiden wir aber wirklich die Torte an, ne? Ja, das stimmt. Ja. Ja. Und dann machen wir Bilder mit unserem Foto-Backdrop, was eigentlich ein Fail ist. Ich bin voll enttäuscht, weil es ja jetzt schon dunkel draußen ist. Egal, kann auch nur mir passieren. Was ist denn das da, Max? Komm, Gelsi, zu dritt. Ja, komm. Eine links, eine rechts. Ja, stimmt. Okay, stimmt. Yay. Ist das andere anders? Ist das andere abgebrannt? Nein. Na los, ist. Guck mal, das ist für dich. Schöner Mann, Engel. Das ist für dich. Ja, alles gut. Sieht toller aus. Ja. Hallo. Immer alleine. Ja. Das hier ist ein bisschen dick. Ah, gute Idee. Okay, es ist 20 vor 1. Wir sind alle ziemlich müde. Aber jetzt werden noch Geschenke aufgemacht. Das ist so irgendwie ein Ritual, ja. Genau. Tradition. Ja, dass jeder immer eine Kleinigkeit für die anderen mitbringt. Und ja, wir sind jetzt gerade dabei. Wir haben gerade Steffis Geschenk ausgepackt. Jeder hat eine Maske bekommen. Richtig coole Idee. Das werden wir nämlich jetzt gleich machen. Und ansonsten habe ich Heidi Schokolade bekommen. Auch total süß. Da komme ich jetzt nur gerade kaum hin. Emily hat ein wunderschönes Kleidchen bekommen. Mayra holt auch gerade noch was. Da ist Tara, die hat gerade Geschenke gebracht. Wunderschöne Tüten, keine Ahnung. Ich glaube, die will hier einziehen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es ziemlich viel. Und Steffi ist auch gerade schon da und hat schon ihren Hoodie an. Pyjama-Hoodie. Pyjama. Ja. Ich bin auch mal da. Ja, wir ziehen jetzt alle Pyjamas an. Also ich bin auch ziemlich durch. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen. Bis dann. Tschüss. Mayra? Du hast die Box nicht gesehen. Da hat jeder so, was anderes jetzt, wenn euch die untereinander besser gefallen. Stimmt, wartet mal, Entschuldigung. Boah, sorry. Ich bin so durch, ne? Also das soll ich jetzt noch aufmachen. Und jetzt kommt das aller krasseste Geschenk ever. Und zwar von meinem Schatz Gözde. Schaut mal bitte, wie viel Mühe er sich gegeben hat. Also jede von uns hat sowas bekommen. Schaut mal. Ist das nicht krass? Und hier ist ein Brief, ein DIN A4 Brief, so klein geschrieben, mit ganz, ganz persönlichen Zeilen. Wir haben hier erstmal eine Runde geheult. Und natürlich möchte ich die Brautjungfer sein. So wie alle anderen hier auch. Ja! Das ist so girls. Hey, wir haben uns so gefreut. Okay, aber wie gesagt, jetzt sind wir alle ziemlich durch und deshalb würde ich sagen, wie gesagt, wir sehen uns morgen. Ich wiederhole mich. Bis dann. Ciao. So many questions that I wanna ask. Der Tag nach der Party. Wir haben so wenig geschlafen.
wie man sehen kann, aber das war, denke ich, klar. Wir haben total viel gequatscht und sind wirklich sehr spät ins Bett. Die Mädels sind jetzt leider schon gefahren. Ich habe ihnen noch Frühstück vorbereitet. Wir haben noch eine Runde gequatscht, haben Bilder gemacht. Die Tara musste leider schon um 10 am Bahnhof sein. Da habe ich sie dann hingefahren. Die hatte nämlich noch einen Termin, was natürlich sehr schade ist. Aber wenn ihr sehen möchtet, wie das Frühstück ausgesehen hat und noch so ein paar andere Eindrücke, dann schaut gerne auf Instagram vorbei. Ich packe euch das am besten mal in die Highlights. Ich habe nämlich jetzt dann hier die Kamera ausgelassen. Und ja, ansonsten sieht es hier aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Aber ich denke, das ist ganz normal nach einer Party. Aber das bedeutet jetzt eben für mich, dass ich Gas geben muss. Ich räume das jetzt hier alles weg. Mal schauen, wie weit ich komme. Ich hatte euch aber versprochen, dass ich mich nochmal melde. Ich wollte euch ja auch noch die Geschenke zeigen. Das mache ich jetzt gleich noch im Anschluss. Aber mich hatten auch viele gefragt, für was ich dieses Teilchen denn gebastelt habe. Und zwar habt ihr das in meinem Dekorationsvideo gesehen. Also sprich, die Vorbereitungen für die Party hatte ich ja mitgefilmt und da habt ihr eben auch dieses Schätzchen hier gesehen. Und zwar habe ich mir dazu folgende Gedanken gemacht. Das habe ich bei Real gekauft. Ich habe es in Gold angesprüht, damit es eben dann zu Liams Zimmer passt. Denn gestern Abend haben wir ganz viele tolle Polaroid-Bilder gemacht, wie ihr hier sehen könnt, mit dieser Kamera. Und der Max hat mir geholfen, hier die Bänder dran zu machen. Ich habe das Ganze dann noch dekoriert mit den Blumen. Und ich wollte dann eben die Polaroid-Bilder hier an diese Bänder dran machen, also befestigen, sodass ich es dann in sein Zimmer hängen kann und er eine schöne Erinnerung an seine Party hat. Genau, das war mein Plan. Vielleicht ist es ja auch eine Inspiration für euch. Deshalb wollte ich es euch jetzt nochmal ganz kurz zeigen. Diese Teilchen hier, um Bilder zu machen, haben wir leider nicht verwendet, denn die Mädels waren ja ultra lang im Stau gestanden, also 3 Stunden. Das tat mir so, so leid. Und draußen wurde es dann eben dunkel. Ich habe es dann natürlich bevorzugt, die Mädels gleich zu bewirten, also ihnen Essen zu machen, denn die hatten echt Hunger und dann haben wir natürlich keine Bilder mehr gemacht. Wofür ich ja eigentlich diesen Backdrop hier gebastelt hatte. Es war aber überhaupt nicht schlimm. Wie gesagt, wir haben heute Morgen noch ein paar Bilder gemacht und das ist ja auch nicht das Wichtigste, ne? Ganz klar. Ansonsten wollte ich euch noch als Inspiration diese Sektfläschchen hier kurz zeigen. Und zwar hatte ich das ja so gemacht, dass ich das gebastelt habe und dann habe ich den Namen vom Gast draufgeschrieben. Vielleicht eben, wie gesagt, als Inspiration auch für euch als Platzkärtchen bzw. als Gastgeschenke hatte ich das dann eben gedacht. Die beiden haben das jetzt hier vergessen, aber es ist überhaupt nicht schlimm. Wir sehen uns ja bald wieder und dann nehme ich es ihnen einfach mit. Ansonsten hatte ich ja das hier noch gebastelt und zwar mit Embossing. Das hattet ihr auch gesehen. Jetzt sieht man es gar nicht so richtig schön. Ja, und das hat mir eben als Deko auch super gut gefallen. Hier liegen jetzt auch noch ein paar Sachen, die ich hingelegt hatte bzw. vorbereitet hatte, jetzt auch für euch. Und zwar packe ich euch in dieses Video eine richtig monstermäßige Verlosung. Dafür habe ich diese zwei Sachen. Ansonsten, wenn ihr ein Fieberthermometer gewinnen möchtet, dann schaut gerne mal in die Infobox. Da habe ich nämlich auch noch was richtig Cooles für euch. Das ist jetzt unseres. Das habe ich nur für Instagram gebraucht, damit ich es euch zeigen kann. Wie gesagt, ihr könnt eins gewinnen. Und jetzt zeige ich euch aber endlich die Geschenke für unseren Schatz, die wir bekommen haben. Die Mädels haben dem Liam dieses wunderschöne Teilchen hier geschenkt. Super persönlich. Also ich habe mich mega doll gefreut. Es wird jetzt definitiv in sein Zimmer kommen mit seinen Daten. Ich werde die Mädels nochmal fragen, wo sie das gekauft haben und packe es euch dann in die Infobox. Also ich finde das eine super tolle Idee. Wie gesagt, ich habe mich da mega mäßig drüber gefreut. Und dann haben sie noch ein weiteres richtig tolles Geschenk dabei gehabt für unseren kleinen Schatz. Und zwar dieses wunderschöne Armkettchen. Hinten drauf ist sein Geburtsdatum und hier steht eben sein Name. Also da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Dann machen wir hier mal weiter. Die Tara hat mir wunderschöne Ohrringe geschenkt. Die hat sie im Jumeirah Store gekauft. Die kam da mit dieser Riesentüte an, die Tara. Für jeden von uns hatte sie Ohrringe dabei. Und ich habe diese hier bekommen. Die habt ihr auf Instagram auch schon bewundert und haben mich eben auch viele danach gefragt. Ansonsten hatte die Tara das noch für mich dabei. Und zwar diese Kerze und diese wunderschöne Vase hier. Beziehungsweise, ja, da kann man eben auch die Kerze reinmachen oder das Ganze eben, wie gesagt, als Vase verwenden. Bekommt natürlich auch einen ganz besonderen Platz.
Und dann hat die Mayra mir das noch mitgebracht. Das hat alles ihr Sohn ausgesucht. Die süße Sachen für unseren kleinen Schatz. Also Samuel, falls du dieses Video siehst, herzlichen Dank, dass du so schöne Sachen für den Liam ausgesucht hast. Das kommt jetzt runter in die Waschküche. Ansonsten hatte ich euch ja noch gezeigt, was die Gözde für uns vorbereitet hatte. Also das war wirklich der absolute Wahnsinn. So ein wunderschönes Geschenk und so eine Ehre, wirklich. Da haben wir uns alle ganz, ganz doll drüber gefreut. Die Steffi hatte dann noch dieses wunderschöne Schätzchen hier für den Liam dabei. Und es ist total witzig, weil ich dasselbe meiner Nichte geschenkt hatte vor ein paar Jahren. Also da sieht man mal, dass wir doch denselben Geschmack haben. Und da freue ich mich sehr drüber, weil die Kinder damit viele, viele Jahre was mit anfangen können. Dann hatte die Steffi ja noch die Heidi-Schokolade dabei. Die Tara hat dem Liam dann noch mehr gekauft. Und zwar diese wunderschöne Spieluhr. Und diesen Waschlappen hier, auch total süß. Schaut euch das mal an, wie goldig das aussieht. Und dieses Teilchen hier, das knistert. Das kann man dann an Kinderwagen machen und alles im selben Design und in derselben Farbe. Richtig, richtig schön. Ach, und die Mayra, genau, die hat uns aus ihrem Shop auch noch was mitgebracht. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Und zwar ein paar Ohrringe, beziehungsweise zwei paar Ohrringe, genau. Die hatte ich mir ausgesucht, weil sie gefragt hat, womit sie uns eine Freude machen kann. Und da durfte sich jeder was aussuchen. Da hatte ich mir, wie gesagt, die hier ausgesucht. Und dann hat sie die hier noch dazu gepackt. Da habe ich mich natürlich auch sehr drüber gefreut. Da könnt ihr auch gerne mal unten in die Infobox schauen. Und ja, da freue ich mich, wenn ihr bei Mayras Shop eben mal vorbeischaut. Die hat wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Ja, und eine schöne Karte war natürlich auch noch mit dabei. Mit ganz, ganz lieben Worten. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zur Verlosung, von der ich vorhin gesprochen habe. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, diese zwei Pakete hier zu gewinnen. Das Parfum steht nur da, weil ich die Sachen dann immer einpacke, wenn ich die verschicke. Und dann mache ich immer ein Pumpstoß rein, damit es eben gut riecht. Und ja, also das lasse ich jetzt noch zu. Da ist das allerselbe wie hier in dem Paket. Das hat jetzt einen Gesamtwert von 300 Euro. Also L'Oreal hat mich da gefragt, ob ich eben was verlosen möchte. Und das mache ich sehr gerne. Das Porto übernehme auch ich, ist kein Problem. Und ich würde sagen, schaut dazu mal unten in die Infobox. Ich schreibe euch dazu alle Bedingungen rein. Alles natürlich neu und ungenutzt, ganz klar, gar keine Frage. Ja, und jetzt würde ich sagen, verabschiede ich mich von euch, denn ich habe hier noch einiges vor, ne, wie man sehen kann. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, falls ihr hier irgendwas gesehen habt, was euch interessiert, woher ich das habe und ich es vielleicht nicht erwähnt habe, dann lasst mich das sehr, sehr gerne in den Kommentaren wissen, beziehungsweise über euer Feedback freue ich mich natürlich auch sehr. Das ist ja auch ganz wichtig für uns. Das habe ich euch ja auf Instagram erzählt. Und ansonsten, ja, hoffe ich, dass es euch gut geht und dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Ich räume jetzt mal auf. Tschüss.